Peace, Freunde der gepflegten Investition. Es war eine kurze Zeit hier ein bisschen ruhiger. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 2 Wochen Pause gemacht oder 10 Tage ungefähr. Kommt mir aber irgendwie auch schon wieder ein bisschen länger vor. Aber es geht hier natürlich weiter wie gewohnt. Ich habe einfach eine kleine Auszeit gemacht. Ein bisschen runtergefahren, das ganze Social Media Zeug. Und ja, das ist natürlich so. Ich habe jetzt 6 Monate lang echt wöchentlich sehr viel Content rausgeballert und irgendwann ist dann auch so ein bisschen die Batterie leer. Deswegen tat mir das auf jeden Fall ganz gut. Wird aber natürlich ganz normal weitergehen hier mit wöchentlichen Updates, mit wöchentlichen News, viel auch mit Interviews. Es wird am Montag auch ein Talk kommen mit Jay, den ich jetzt gerade schon aufgenommen habe mit ihm. Jetzt nehme ich gerade das Video hier direkt danach auf. Dann werde ich auch noch mit Crypto Gang die Tage nochmal einen Talk aufnehmen und mit Robin HD. Könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen, macht auch Krypto-Content und ja, macht super Videos auf jeden Fall. Deswegen die 3 auf jeden Fall abchecken, werde ich auch nochmal in der Infobeschreibung verlinken, genauso wie mein Instagram. Könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken, immer angepinnter Kommentar der erste. Dort gibt es auch täglich Stories, Krypto-Content, whatever, witzige Stories teilweise, bisschen auch Lifestyle, Krypto-Memes und so weiter. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, die Frage kam jetzt sehr, sehr oft. Ich habe gerade wieder eine Umfrage gemacht auf Instagram, was ich in Zukunft machen soll auf dem Kanal, beziehungsweise was ihr sehen wollt. Die meisten haben gesagt, mach's wie bisher, war super. Kam aber auch sehr, sehr oft die Frage, was kaufst du, beziehungsweise was hast du jetzt gekauft und glaubst du, dass der Bärenmarkt jetzt kommt? Weil ihr habt es alle mitbekommen, es kam eine stärkere Korrektur, aber viele sind jetzt momentan extrem aufgelöst. Ich meine, schaut es euch an, wir sind aktuell beim Bitcoin bei $46.000. Also ist jetzt nicht so, dass wir da kurz vorm Knockout stehen und oh, der Bärenmarkt kommt. Also wir haben da noch sehr, sehr viele Widerstandszonen und da muss noch einiges passieren, dass wir in Bärenmarktstimmung sind, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr entspannt und bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass wir bald in den Bärenmarkt gehen, sondern eher in den Bullenmarkt. Wie ich es auch schon jetzt öfter gesagt habe in letzter Zeit, es wird stetig Stück für Stück natürlich steigen und wenn wir halt so Sachen wie jetzt vor ein paar Tagen hatten mit solchen perversen Anstürmen, sage ich jetzt mal, oder mit solchen perversen Kursgewinnen, dann ist es auch ganz normal, dass es danach auch mal zusammenkracht oder dass wir halt mal wieder diese klassischen Kryptokorrekturen sehen, die halt teilweise dann im zweistelligen Prozentbereich sind, aber ist jetzt in meinen Augen gar nichts, wo man sich großartig Sorgen machen musste. Oder sollte, aber zu meinen Coins, die ich gekauft habe. Ich habe natürlich wieder meine 3 Main Coins gekauft, Bitcoin, Ethereum und Ripple. Ripple, wisst ihr, mein Ziel ist es, 100.000 Ripple zu halten oder zu haben. Jetzt haben wir einen 10.9., also ich schätze mal, spätestens in 2-3 Wochen habe ich das Ziel erreicht. Und dann werden die Dinger einfach mal gebunkert, ne? Und ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt mitbekommen mit dieser Verhandlung, die wieder war. Dann hat die SEC natürlich wieder einiges gefordert und es geht da hin und her und man weiß irgendwie gar nicht, was jetzt wirklich passiert, ne? Da sind viele jetzt einfach bisschen ratlos, wissen nicht, was los ist. Wird das jetzt am 15. Oktober entschieden oder nicht? Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr entspannt. Lass das einfach mal auf mich zukommen und hoffe natürlich, dass sie das Ganze gewinnen, weil sonst wäre es natürlich ein sehr, sehr krasser finanzieller Schaden, sage ich mal. Aber ihr wisst, ich bin natürlich auch irgendwo ein Risikofreund und deswegen, ich setze natürlich auch auf Ripple, aber ich glaube auch an das Projekt. Also ich bin mir da relativ sicher, dass sie das packen, weil ich habe schon mal gesagt, wer da investiert ist, nämlich ein gewisser Herr Rothschild. Und das ist in meinen Augen jemand, der, wenn er da rein investiert, dann kann man meiner Meinung nach daran oder da nicht so viel falsch machen. Ist natürlich keine Kaufempfehlung oder irgendwas in die Richtung, sondern das sind einfach nur meine Gedanken und das, was ich halt nachgelegt habe, weil ich da sehr, sehr große Hoffnung habe, dass da viel passiert. Weil ihr dürft nicht vergessen, wir sind aktuell bei einem Kurs von gut einem Dollar, $1.09. Ich habe auch nachgekauft bei 1,10. Ich habe auch das nochmal auf Insta gepostet, für alle, die es interessiert. Und wenn wir jetzt mal auf die All-Time-Bilanz gehen, dann seht ihr auch, das All-Time-High war hier, zeigt da so um die $3 an, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen höher. Könnt ihr mich aber gerne korrigieren in den Kommentaren. Und meiner Meinung nach, $1 ist in meinen Augen ein super Preis für Ripple, weil wenn der Bullrun startet, wenn das ein bisschen positiver langsam nach und nach wird, die Infos auch ein bisschen, sag mal, mehr Richtung Ripple gewinnt gehen, dann sehe ich da einen Kurs von $5 relativ zügig oder sagen wir mal $4 bis $5 relativ zügig und auf jeden Fall das All-Time-High sehe ich da relativ früh. Also relativ früh heißt für mich in
circa 3 bis 4 Monaten sehe ich da auf jeden Fall das neue All-Time-High und ist halt die Frage, wie der Markt sich entwickelt. Ne? Ich meine, wenn ich so ein Video aufnehme, dann ist das eine aktuelle Sache. Das kann natürlich sein, dass es in 4 Wochen wieder anders aussieht. Zum Beispiel, ich habe auch im März ein Video aufgenommen, wo es auch extrem abging. Da habe ich auch gesagt, ich plane circa im September nach und nach in USDT zu wechseln. Aktuell ist es nur so, ihr habt es gesehen, Riesenkorrekturen, dann ging 1-2 Monate lang einfach gar nichts. Jetzt steigt es gerade wieder und es sieht meiner Meinung nach aus, als ob wir in den Bullenmarkt richtig nochmal reingehen werden, nochmal richtig abkassieren werden. Und deswegen kann es natürlich sein, dass ich heute sage, okay, ich sehe das eher ein paar Monate weiter hinten. Das ist halt immer abhängig, ne? von den Tagen, von den Wochen, von den Kursen, einfach vom Verlauf. Also Krypto ist nicht was, wo man im Januar sagt, okay, im Dezember ist das, sondern im Januar könnte man sagen, okay, ich sehe in 3 Monaten Kurs von Betrag X. Kann aber auch sein, dass man in 3 Monaten dann wieder anhand von Charts, anhand von Infos etc. wieder was ganz anderes sieht. Deswegen schwierig, das immer Langzeit zu prognostizieren. Man macht natürlich dann immer eben so Kurzprognosen oder aktuelle Prognosen. Deswegen auf jeden Fall Ripple habe ich nochmal ordentlich nachgelegt, werde ich auch weiterhin nachlegen. Gerade auch nochmal der Dip hat auf jeden Fall geschmeckt. Solana habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen gehabt, das habe ich jetzt nicht nachgekauft, aber da wollte ich nochmal 1-2 Sätze zu sagen. Ist natürlich extrem gepumpt. Ich habe vor 3-4 Monaten mal ein Video speziell über Solana gemacht. Natürlich Glückwunsch an alle, die damals rein sind. Ihr habt ja, was weiß ich, mal 5 oder so gemacht. Könnt ihr mal reinschreiben, weiß jetzt gerade nicht im Kopf genau. Heute natürlich wieder ein bisschen korrigiert. Was ich da nur nochmal anfügen will, das hatte ich auch damals im Solana-Video gesagt. Es ist bei Solana einfach nur ein bisschen das Problem, dass dort das Ganze ähnlich läuft wie bei Dogecoin. Da gibt es einfach eine Handvoll Leute, die halten ja sehr, sehr viel vom Gesamtmarkt, sage ich jetzt mal, was Solana betrifft. Deswegen, wenn die verkaufen, sieht es natürlich mit dem Kurs sehr, sehr mies aus, weil, wie gesagt, die halten nicht irgendwie ein paar, irgendwie 0,00%, sondern echt ein paar Prozent. Und dann kann natürlich ein Kurseinsturz passieren. Das ist natürlich dann immer abhängig von ein paar Leuten. Und da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich wird das umso höher, wir steigen, umso sicherer wird das Ganze, weil einfach umso mehr Kapital drin ist, umso mehr Leute drin sind und so streut sich das ein bisschen mehr. Aber ja, würde ich aufpassen. Viele haben ja eben geschrieben, ey, soll ich jetzt Solana kaufen? Kauft doch nicht, bitte kauft nicht, wenn das komplett explodiert ist, so nach dem Motto, ne? Da muss man echt aufpassen. Deswegen wollte ich hier einfach nochmal ein bisschen warnen vor Solana. Kann aber auch sein, dass das Ding natürlich nochmal, was weiß ich, nochmal 30-40% macht oder irgendwas. Aber passt einfach auf, das ist einfach eine Info, die man wissen sollte. Dann, wie gesagt, Ethereum habe ich nochmal ordentlich nachgelegt. Habe ich auch, weiß nicht, ob die Story noch online ist. Ne, war vorgestern. Da habe ich auch nochmal ein ETH geholt, einfach weil für mich der Preis in Ordnung war. Ich habe ein bisschen höher eingekauft, aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sehe Ethereum fünfstellig, im hohen fünfstelligen Bereich. Und wenn man ein bisschen Kapital zur Verfügung hat, ist in meinen Augen Ethereum eine super Sache einfach. Und ja, Bitcoin habe ich nochmal ein bisschen nachgelegt, nicht so viel wie Ethereum und Ripple. Ihr wisst, ich bin ein Freund von Umschichten, heißt, wenn ich dicke Gewinne gemacht habe, gehe ich immer mal wieder ein bisschen in BTC mit den Gewinnen rein. Und ja, aber ich bin jetzt keiner, der da irgendwie wöchentlich für 5000 Bitcoin kauft, weil ich einfach in Ethereum zum Beispiel nochmal viel mehr Potenzial nach oben sehe, genauso wie bei XRP. Ich bin einfach der Meinung, dass du dort halt einfach schneller dein mal 3, mal 5 oder sonst was machst. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Coins, die ich jetzt nochmal nachgelegt habe. Was ich hinten raus nochmal sagen wollte, ich habe noch in ein Mini Low Market Cap Projekt investiert, und zwar nennt sich das NAFTER, also schreibt man N-A-F-T-E-R. Ich weiß nicht, ob die hier drin haben, ich schau mal kurz, könnte sein, ne, haben sie nicht, wartet mal, ich schau mal kurz, NAFTER, und zwar ist das das hier, ich muss gerade mal kurz schauen, ah, das ist auf jeden Fall schon mal das Logo von denen, ja. Ja, also so sieht das aus. Wenn ihr das hier seht mit dem Logo, ist auf jeden Fall den Coin, den ich meine. Den gibt es auf Gate.io. Ist jetzt keine Werbung oder irgendwas. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Und zwar ist das, ich glaube, das hier ist die richtige Seite, ja. Ist einfach nochmal ein kleiner Geheimtipp, sage ich jetzt mal, von mir. Das habe ich jetzt nochmal nachgelegt. Ich bin da sehr, sehr groß rein, also fünfstellig rein. Ja, war jetzt nicht ganz so schlau, sage ich mal, weil der kurzzeitig einfach nochmal extrem runter ist, aber ich verkaufe nicht im Minus, aber für euch heißt das Hälfte vom Preis, so, ne? Ist jetzt nochmal extremer Discount einfach im Vergleich zu einer Woche, und wenn man sich die Kursbilanz von NAFTER anschaut, ist schon krass, was da die letzten 6 Monate passiert ist. Wenn ich, oder ich erkläre es euch mal kurz, was das ist.
Im Endeffekt könnt ihr euch das vorstellen wie Instagram. So, das nutzen in erster Linie Influencer, Promis oder auch natürlich irgendwelche Leute, keine Ahnung, kann sich grundsätzlich, denke ich, jeder anmelden für. Und dann kann man quasi seine Bilder, seine Videos, seinen ganzen Content etc. verkaufen an die Fans, an die Community. Also könnt ihr euch eigentlich vorstellen wie OnlyFans, nur ein bisschen weniger in die Richtung, was halt OnlyFans macht. Ne? Ist aber meiner Meinung nach ein super Projekt und wird, wenn man das jetzt echt mal mit einem Time Horizon von einem Jahr oder zwei mal ins Portfolio packt und vielleicht auch da nochmal ein bisschen wartet, was da nochmal passiert, vielleicht nochmal ein Dip abwartet, denke ich, eine super Alternative, beziehungsweise ein super, ja, Coin einfach zum Diversifizieren. Und ja, deswegen wollte ich euch den auch nochmal zeigen. Auf jeden Fall, das soll es eigentlich schon gewesen sein mit dem Video von heute. Eigentlich war ja erst Montag geplant, aber ich hatte einfach gerade Lust, noch ein Video aufzunehmen und ja, einfach euch auch nochmal mitzuteilen, dass ich zurück bin, was ich gekauft habe, was ich aktuell denke, was passiert, Bullenmarkt oder Bärenmarkt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, für alle, die auf jeden Fall bis hierhin zugeschaut haben. Wie gesagt, checkt die drei Jungs nochmal ab, Swiss Crypto Jay, Crypto Gang und Robin HD, machen super Content und in diesem Sinne bin ich raus. Ich hoffe, ihr freut euch, ich hoffe, ihr schaut wieder fleißig meine Videos und in diesem Sinne macht's gut. Peace, ciao, ciao.